und klick einfach hier hin, hier hin und hier hin und hier hin. Und jetzt haben wir schon mal in den Außenwänden diese Stahlmassen und die statische Position eingetragen. So, und jetzt brauche ich nicht extra irgendwie wieder was wechseln, sondern kann einfach Wand 02, Wand 02 und fertig. Ja, herzlich willkommen. Was ist heute los? Heute sind wir auf der Soilparts Website. Warum? Weil ich zusammen mit den Soilparts eine neue Python-Part-Funktion veröffentlicht habe und die ist völlig kostenfrei für euch. Und wenn ihr BIM macht, dann ist das genau das Richtige für euch, denn damit könnt ihr ganz einfach und super schnell und übersichtlich Attribute übertragen. Ich bin voll begeistert, man merkt schon ein bisschen, bin ein bisschen euphorisch. Ich habe es in Altplan 23 getestet, jetzt mache ich es zusammen mit euch in 24 und dann zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Verfolgen wir das Ganze von der vom Download bis zur Installation und dann zur Funktion. Also geht es erstmal auf www.subgrade.de. Das mache ich jetzt auch. Einmal zurück, Subgrade oder subgrade.de, besser für Faule. Dann geht sie auf Download Subparts und bei den Subparts haben wir jetzt natürlich unter den Reports und Legenden haben wir hier einmal die Alplan Icons oder hier die Alliteration Alplan Attribute ändern. Einmal hier downloaden. Das Video, das ihr jetzt anschaut, das wird dann hier erscheinen. Ansonsten einmal hier klicken und man sieht, ich habe es heute schon mal dreimal runtergeladen, denn ich habe es getestet und freigegeben. Jetzt öffnen wir den Ordner und sehen eine ZIP-Datei. Die könnt ihr zum Beispiel mit einem Doppelklick öffnen und könnt diese zwei Dateien einfach verschieben per Drag and Drop in einen anderen Explorer. Genau das machen wir, oder ihr könnt natürlich das Ganze auch entzippen, aber damit ihr das in euer Alplan bekommt, öffnet ihr am besten euer Almenü. Damit ich das richtige Almenü erwische, habe ich hier so kleine Icons gemacht. Ich werde jetzt nie wieder das falsche Almenü oder Alplan starten. Die könnt ihr natürlich auch kostenfrei auf meiner Homepage herunterladen. So, aber jetzt kommen wir dazu. Almenü 24. Menü. Ich sage immer Menü, aber es hieß mal Menü, glaube ich, oder? Dann gehen wir. Ja, schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr das auch unter Menü kennt oder ob es schon immer Menü geheißen hat. Gut, ansonsten liked jetzt einfach mal das Video. Service, Windows Explorer und dann Büro Standard STD. Also jetzt sind wir im Standardordner von Alplan und jetzt haben wir diesen Download-Ordner mit dem ZIP. Das könnt ihr entweder da reinkopieren und entzippen oder noch schneller einfach diese zwei Ordner per Drag and Drop hier rüberziehen und fertig ist das Ganze. Ja, und wenn wir jetzt Alplan 24 starten, dann finden wir die Funktion bei den Subparts. Jetzt schauen wir mal, Alplan 24 ist geladen. Ich lade am besten mein Projekt. Ich liebe mein Projekt. Projekt 0 ist das beste Projekt überhaupt. Und da, ja, wunderbar, das wollen wir. Hier, schauen wir uns mal ein paar Seiten an. Genau, und wir wollen hier vielleicht Attribuierungen hinzufügen oder verändern. Und dazu stehen ja eigentlich diese Funktionen zur Verfügung. Einmal Attribute zuweisen. Wenn ich hier draufklicke, dann muss ich hier die Pipette und dann habe ich hier und dann kann ich hier in die Eigenschaft rein und dann sehe ich, welche Attribute ich übertrage oder nicht. Funktioniert wunderbar und dann kann ich das irgendwo anhängen, anwenden, fertig. Ne? Es gibt aber auch Attribute modifizieren, das heißt, ich kann ein einzelnes Bauteil auswählen und dort die Attribute modifizieren. Ist identisch dazu, wenn man ein Bauteil anklickt und in der Eigenschaftspalette unter Attribute auf die drei Punkte klickt und da einfach alles bearbeitet. Es gibt Attribute löschen, bitte macht es einfach nicht. Und es gibt noch Attribute übertragen. Attribute übertragen, ich klicke ein Bauteil an, suche mir jetzt die passenden Attribute aus, zum Beispiel hier, benutzerdefinierte, und die ändere ich irgendwie ab, keine Ahnung. Ich möchte jetzt in dem Fall vielleicht Stahlmassen übertragen und dann sage ich du und du, ihr bekommt die Stahlmasse übertragen. So, jetzt möchte ich aber noch die statische Position übertragen. Jetzt gehe ich wieder da rein. Jetzt möchte ich da wieder was ändern. Dauert. Und genau deswegen haben wir diese neue Funktion errichtet. Und jetzt zeigen wir es auch endlich. Wo ist sie denn enthalten? Unter der Bibliothek, Büro, Subparts. Ihr seht schon, im Büroordner. Einmal installiert, im STD-Ordner. Und die ganze Firma kann darauf zugreifen und profitieren. Zum Icon noch kurz gesagt, das
war meine Wenigkeit. Ich habe hier die Farben von Soil Parts und von Subgrid genommen und das ist eine super Kombination aus Zahnrädern und einem Attributetikett. Und das aktivieren wir jetzt einfach mit einem Doppelklick. Ihr habt die Möglichkeit jetzt aus den die verschiedenen Sektoren zuzuklappen oder aufzuklappen. Wir machen es natürlich alle auf, weil wir wollen natürlich ein bisschen Promotion hier machen. Dann habt ihr die Möglichkeit, das Fenster natürlich kleiner zu machen. Und auch hier, wenn ihr mit der Maus, na, machen wir es mal erstmal größer, dass man es besser sieht. Wenn ihr mit der Maus zwischen Text und dem Button zum Beispiel hier geht, dann hat man die ganze Möglichkeit, hier das Ganze größer und kleiner zu ziehen. Natürlich die Homepage besuchen. Natürlich YouTube erstmal den Kanal abonnieren, das ist Pflicht. Und die haben 63 Videos, lauter Funktionen für den Tiefbau. Also bitte, bitte, bitte abonnieren. Das ist alles in Deutsch und auf Englisch immer übersetzt. Es ist Wahnsinn, wie viel Mühe die sich da machen. Und also bitte ein bisschen pushen. Dann haben wir noch hier eine super Homepage. Und dann haben wir noch hier einen mega YouTube-Channel. Wenn ihr den noch nicht kennt, ja gut, ihr schaut's ihn gerade. Bitte liken, abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ja, und wenn wir jetzt standardmäßig unterwegs sind, dann schaut das Ganze so aus. Nicht mehr und nicht weniger. Wir können jetzt hier Attribute hinzufügen und die abändern. Und dann geht es auch nur um diese. Also wir können jetzt hier irgendwie da reingehen, zum Beispiel bei mir. Das sind meine benutzerdefinierten Attribute in diesem Projekt. Ich möchte zum Beispiel jetzt die Stahlmassen von der Rundstahl, vom Rundstahl zum Beispiel einstellen. Vielleicht noch Mattenstahl. Mir reicht eine Lage. Und dann möchte ich vielleicht, dann machen wir statische Position bitte. Ja, schon besser. Also dann entfernen wir die Bauteilbezeichnung wieder. Sagen wir die statische Position. Wir wollen da jetzt ziemlich schnell unterwegs sein und wollen die überall anhängen. Jetzt könnte man zum Beispiel sagen, hier 100 und hier 200. Ich habe keine Ahnung, welche Werte da gültig sind. Und klicke einfach hier hin, hier hin und hier hin und hier hin. Und jetzt haben wir schon mal in den Außenwänden diese Stahlmassen und die statische Position eingetragen. So, und jetzt brauche ich nicht extra irgendwie wieder was wechseln, sondern kann einfach Wand 02, Wand 02 und fertig. Und schon sind die ganzen Attribute übertragen. Schneller geht es ja wirklich nicht mehr. Und das Ganze kann ich hier unten auch abspeichern und jederzeit wieder laden. Das heißt, ich könnte jetzt hier einfach Stahlmassen plus Startpos eingeben. Und jetzt kann ich das jederzeit wieder laden. Mache ich aber jetzt nicht. Ich refreshe da unten einmal mit dem Pfeil und kann jetzt wieder von vorne beginnen, mir wieder neue Attribuierungen aussuchen. Oder mit der Pipette, ihr ahnt es, einfach mal alle Attribute von einem Bauteil holen und wegklicken, was wir da brauchen. Aber ihr seht, ihr habt jederzeit die Übersicht, ihr könnt jederzeit überprüfen, welche Attribute werden denn jetzt übertragen. Das habt ihr mit der anderen Ansicht, mit der Standard Ansicht von Allplan nicht. So, und jetzt, ich habe sogar ein Fragezeichen-Attribut gehabt. So, und jetzt haben wir die ganzen Attribuierungen, die Subgrade auf Lager hat. Und die kann ich jetzt alle irgendwie ändern. Vorausgesetzt, die sind richtig erstellt. Bei dem Projekt anscheinend nicht, weil ich das einfach vor irgendeiner Allplan-Version per Copy-Paste kopiert habe. Deswegen können da schon ein paar Definitionsfehler drin sein. Macht aber nichts. Also auch hier, ne? Ihr seht, Status Schallplanung möchte ich jetzt zum Beispiel setzen, Prüfung intern und schon ist hier die Prüfung intern geschehen. Oder dann sage ich, okay, hier Prüfung extern ist geschehen. Und so könnt ihr jederzeit jedes Attribut einfach abändern, habt immer die maximale Kontrolle, was hier vor sich geht. Und ansonsten entfernt ihr einfach ein paar Attribute, speichert das Ganze wieder ab. Und dann sagen wir hier, ja, YouTube liken, abonnieren, auch bei Soil Parts. So. Und jetzt laden wir einfach mal, wie das dann ausschaut. Ihr erinnert euch an die Stahlmassen. Einfach Doppelklick und schon haben wir das Ganze wieder da. Und so habt ihr die, habt ihr einfach eine schöne, schnelle Funktion, um Attribute zu übertragen. Und wenn euch das nicht gefällt, dann weiß ich jetzt wirklich nicht mehr. Bitte jetzt einen Daumen da lassen. Jetzt kommt die Endcard. Ciao, ciao, servus, euer Peter.